Yo Leute, ich bin's mal wieder, Tiger V. Und heute haben wir in Singleplay, beziehungsweise ich habe in Singleplay ein neues Let's Play, und zwar Sims 4. Eigentlich sollte in Sims, ach nee, Quatsch, eigentlich sollte in Singleplay erstmal eine Adventure Map noch vom David kommen. Allerdings hat er wieder Probleme mit dem Hochladen, deshalb habe ich mir gedacht, schieben wir doch das Sims 4 Let's Play vor. Und ich werde jetzt einfach mal versuchen, so ungefähr David und mich zu erstellen, so als WG. Also, das sieht natürlich nicht so wirklich aus wie wir, ne? Aber nur so ungefähr, es kommt dem schon ähnlich. Und was nehmen wir denn für ein Bestreben? Also, ich fange jetzt erstmal an mit mir. Sagen wir mal Kreativität. Und musikalisches Genie. Denn, wie manche vielleicht schon wissen, spiele ich Klavier und Gitarre. Nee, Namen wollte ich. Ich nenne mich jetzt einfach mal The Gayway. Das wollt ihr doch sicher alle. Nicht langweiliges Tiger wieder. Nachnamen einfach Multiplayer. Kein Plan, was ich sonst nehmen soll. Merkmal. Ja. Nehmen wir mal fröhlich. Oh, hab ja. Oh, Speedo. Okay. Dann tollpatschig. Das stimmt nämlich ein bisschen. Ich weiß nicht, solche. Na, komm, nehmen wir Bücherwurm. Ich lese nämlich auch sehr viel. Ah, jawohl, ja. Dann fangen wir mal. Womit fangen wir denn an? Mit dem Gesicht. Nein, das Gesicht kommt überhaupt nicht hin. Nee, das kommt alles so überhaupt nicht hin. Vielleicht ein bisschen, wenn man das ein bisschen verändern würde. Nein, die sind alle nicht so, dass man da was Gescheites draus machen kann. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Warte. Gesicht. Hautfarbe muss ich ein bisschen verändern. Ach nee, gar nicht. Die stimmt sogar. So ein bisschen. So einigermaßen. Nicht so ein spitzes Kinn. Nase eine andere. Eigentlich müsste ich ja so eine Nase nehmen. Aber nee, das gefällt mir nicht. Ich habe nämlich einen ziemlichen Klungei. Ja, leider. Finde ich sehr blöd, dass ich so eine riesen Nase habe. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Kann man auch das gesamte Gesicht ein bisschen in die Länge ziehen? Ah. Okay. Der sieht so hässlich aus, ne? Und kommt so überhaupt nicht. Also es stimmt sowas von überhaupt nicht.
Oh, Riesenkopf. Was ist denn das? Verändert das? Ach, der dreht die Augen. Augenfarbe grün, eigentlich grün-braun so, aber man kann hier ja leider die Farbe nicht vermischen, die Farben, dunkelgrün aber, nicht so hellgrün. Nehmen wir einfach mal das hier. Der gefällt mir allerdings noch überhaupt nicht. Nein, den Mund nicht. Nein, das kommt so überhaupt nicht hin. Das sieht dezent sonderbar aus mit so einem riesen Kinn. Weißt du was, ich nehme doch ein anderes Gesicht. Gefällt mir nämlich nicht. Ach. Ich hatte doch eigentlich mal, ich habe mich schon mal versucht, so ein bisschen David und mich zu erstellen, so ein klein bisschen halt. Das waren halt die ersten Charaktere, die ich so hergestellt habe. Hergestellt hatte ich auch so falsch an. Habe ich eigentlich ein ganz gutes Gesicht gefunden, aber das war irgendwie keins von denen. War das vielleicht das? Boah, der buschige Augenbrauen, ey. Naja, versuchen wir es doch einfach mal damit, aber die Augenbrauen. Die Augenbrauen? Ich will andere Augenbrauen. Da. Doch, die müssen ungefähr hinkommen, oder? Nehmen wir die jetzt einfach mal. Nase. Nehmen wir einfach mal die kleinere Variante davon. Dann die Augen sind ja mega zu klein. Das sind Glubschaugen. Die sehen irgendwie so geschminkt aus. Warum sehen die Augen so geschminkt aus? Also manche Augen sehen echt sonderbar aus. Schlitzaugen auch nicht. Ich nehme jetzt einfach die. Die Augenfarbe hatte ich, glaube ich, eben. Dann. Yeah. Sieht irgendwie so aus, als hätte er Mums. Oder wie das auch immer heißen tut. Heißen tun tut. Okay, machen wir erstmal die Haare. Hut weg. Okay, die Frisur stimmt schon mal überhaupt nicht.
Das müssen nämlich lange Haare sein. Das ist nicht ganz schwarz, sondern ganz dunkelbraun, aber diese Farbe hier stimmt nicht. Das ist noch dunkler. Von daher werde ich jetzt einfach mal schwarz nehmen. Ah, das sind auch keine langen Haare. Ich will den Pferdeschwanz nehmen. Ich glaube, das ist nämlich so das Einzige. Ich habe zwar nie einen Pferdeschwanz, aber ich habe halt, wie gesagt, sehr lange Haare. Entweder diese Frisur oder den Pferdeschwanz. Ich weiß nicht. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Aber das Gesicht gefällt mir noch so überhaupt nicht. Ja. Komm mal der Sache doch schon näher. Nein. Aber hier vielleicht eine Kette. Genau. Gibt es nicht auch irgendwo da Hautdetails? Da müssen noch Sommersprossen hin. Aber nicht so viele. So. Das ist echt schrecklich. Ich habe am ganzen Körper Sommersprossen, ey. Jedenfalls an den Armen und an den Schultern. Und im Gesicht. Ja. Wenn das Gesicht jetzt noch... Oh. So vielleicht. Moment, ich mach den Bart nochmal weg. Sieht irgendwie sonderbar aus, muss ich sagen. Nee, gefällt mir nicht. Nein. Ach komm, so lasse ich etwas das. Kopfform. Ne, verändere ich jetzt nichts mehr. Das lassen wir jetzt so. Nehmen wieder den Bart hier. Das muss aber anders hier. So. So gefällt mir das schon einigermaßen. Aber ich weiß nicht, soll ich doch das Braun hier nehmen? Es ist nämlich eher ganz dunkles Braun anstatt... Also, es ist nicht schwarz, aber es sieht halt von weitem schwarz aus. Aber es ist ein ganz dunkles Braun, meine Haarfarbe. Aber das ist mir hier zu dunkel. Ich nehme jetzt einfach das Braun hier. So, das Gesicht hätten wir dann schon. Dann kommen wir jetzt mal zu den Anziehsachen. Und da hatte ich was ganz Cooles entdeckt. Und zwar bekomme ich hier diesen Pullover in Rot mit grauen Streifen und der David bekommt dann diesen hier. Das ist, dann kommt das so ein bisschen an unsere Minecraft-Skins ran. Denn da habe ich ja auch einen rot karierten und der David einen blau karierten Pulli an. Dann die Hose. Würde ich sagen, einfach eine Standard-Jeans. Ja, das Blau passt zwar nicht wirklich zum Rot, oder? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit Klamotten nicht so aus. Ich achte da nicht so drauf. Ich glaube aber, diese Jeans hier gefällt mir besser. Ja, komm, nehmen wir eine schwarze Jeans. Das sieht irgendwie besser aus. Accessoires. Armband vielleicht noch irgendwas. So was hier. Sieht man eh nicht mit dem Pulli. Schuhe. Hm.
Ja, nehmen wir einfach mal die. Dann Abendkleidung. Oh Gott. Na wundervoll. Nee, da suche ich mal schon ein eigenes raus. Warum gibt's denn da nur so Anzüge und sowas? Das würde ich nie anziehen. Ja, nehmen wir mal das da. Das kommt dem, was ich überhaupt anziehen würde, schon am Nasen. Ja, die Hose passt. Sagen wir mal, die Schuhe gefallen mir aber gar nicht, oder? Na okay, wenigstens die Farbe nicht. Müssen schon schwarz sein. Ja, müssen sie. Ja, ist okay. Sportkleidung. Als Hölle zieht ein Hoodie für Sport an. Nee, würde ich niemals machen. Da würde ich ja eingehen. Für ein Standard-T-Shirt. In Grau. Und eine Hose. Die Farbe gefällt mir nicht so wirklich. Aber die auch nicht. Ach komm, lass mal die Farbe. Das ist die einzige, die ungefähr hinkommt. Schlafanzüge. Badeanzug mit Sicherheit. Ich nehme jetzt einfach mal diese Hose hier. Eventuell noch ein T-Shirt oder sowas dazu. Ja. Kommt zwar überhaupt nicht hin, aber okay. Vor allem die Schuhe nicht. Aber die lasse ich jetzt einfach mal. Dann ausgeklappt. Ach, Moment. Ich habe vergessen, die Accessoires, nämlich die Kette. Oh, gibt's da gar nicht. Auch nicht. Lass mal eine Kette. Ja, aber komm, zur Sportkleidung. Da muss man schon Socken anziehen. Es geht ja nicht so ohne Socken in den Sportschuhen. Na, das ist so eklig. Und die Kette. Warum gibt's hier die Kette nicht? Ist ja voll unnötig. Ich frage mich ja auch, warum es Handschuhe gibt. Die gibt es auch überhaupt nicht hier. Hä, wo sind denn jetzt Ketten? War das hier? Tatsache. Die müssen natürlich überall, wo das geht, muss die natürlich mit dazu. Das ist ja wohl ein rosanes T-Shirt mit Sicherheit. Das ist sowas von nicht meine Farbe, rosa. Ja, das steht mir so überhaupt nicht. Hatte ich das nicht hier schon? Ja, ne, ist ja langweilig. Nee, das wollen wir aber nicht. Ich würde sagen, das hier kommt ungefähr hin mit einer anderen Farbe. Ja. Das ist okay. Dann die Hose. Ja, das ist okay. Dann mit Sicherheit. So, machen wir das manuell. Oh ne, falsche Richtung. Na, allzu viel darf es aber nicht sein. Das ist zwar zu wenig. Aber das ist zu viel. Kann man das auch mal irgendwo ohne Klamotten sehen? Oder so. Hat ja voll das Hohlkreuz.
Genial. Genial. Das ist irgendwie zu viel, aber das andere ist auch zu wenig. Nee. Mit Sicherheit, so sehe ich aus, Leute. Genau so. Naja. Ja. Lasse mal das einfach mal so. Das sieht das zwar ein bisschen aus, als wäre ich irgendwie schwanger oder so, weil es total unproportional ist. Monkey episode. Lassen wir es jetzt einfach so. Und dann würde ich sagen, war es das von dieser Folge. In der Folge habe ich einfach mal mich erstellt. So ungefähr. Es kommt ungefähr an mich heran, so ein klein wenig. Ja? Und in der nächsten Folge werden wir noch den David erstellen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt David erstellen. Yay! Bis dann, Leute. Ciao.